Uns kann keiner was, heißt das Buch von Markus Jotzo. Und in diesem Buch habe ich eine Idee gefunden, wie man jedes Ziel erreicht. Ich finde diese Idee so pfiffig, dass ich sie für mich gleich adaptiert habe. Was das für eine Idee ist, das stelle ich dir jetzt im Sofa-Talk vor. Herzlich willkommen zu Bau dir deine Zukunft, dem Podcast für Unternehmer und Unternehmerinnen, Visionäre und Zukunftsbauer, die sich und die Welt bewegen und wissen wollen, was in Zukunft wichtig wird. Mein Name ist Silvia Zulkowski, ich bin Zukunftsentwicklerin, Autorin und Vortragsrednerin. Freuen Sie sich auf Tipps, Impulse und spannende Interviews und lassen Sie uns gemeinsam kecker werden und die Welt aus den Angeln heben. Hallo liebe Zukunftsbauer, Mittwoch ist und es ist heute Sofa-Talk-Zeit. Und das ist der Sofa-Talk kurz vor meiner kreativen Auszeit, die ich ja immer im August nehmen darf, also ich bin jetzt die nächsten 4 Wochen nicht da und das heißt auch, wir haben eine Podcast-Pause. Dennoch möchte ich euch heute doch eine Idee vorstellen. Ich habe hier ein Buch in der Hand, das heißt, uns kann keiner was von meinem Kollegen Markus Jotzo, das er mir zugeschickt hat, weil er den im Herbst erleben werdet. Und Markus hat in diesem Buch eine ganz pfiffige Idee drin. Und die hat mir so gefallen, dass ich beschlossen habe, die mache ich jetzt auch. Und als ich diese Idee dann auch noch anderen erzählt habe, hat eine Kollegin gleich gesagt, du Silvia, das ist ja eine richtige Challenge, die mache ich auch. Und noch ein paar Leute, die sich gleich eifrig mitgeschrieben haben, um was es geht, dann hat, das ist anscheinend so eine pfiffige Idee, mir hat sie ja auch sehr gut gefallen, die muss ich dir erzählen. So, um was geht's? Es wäre für uns alle schön, immer die Ziele so mit Elan und Durchhaltevermögen und allem zu erreichen, dass wir bald durch sind. Also gerade wenn es um so Projekte geht, die so ein bisschen andauern. Oder ich sage mal, boah, ich will 3-mal in der Woche Sport machen, aber es gelingt manchmal gar nicht und vielleicht mal einmal. Und dann nagt immer so ein bisschen ein Zweifel in uns und sagen wir, verdammt, jetzt habe ich es wieder nicht hingekriegt. Und so geht es mir ein bisschen mit meinem Online-Kurs Bau dir deine Zukunft. Ich arbeite ja schon eine ganze Weile dran und ich habe solche Phasen auch, wo ich dann echt super dran bin und super durchkomme. Und dann gibt es einfach so Wochen, wo ich ums Verrecken nicht dazu kommen, weiterzuarbeiten an dem Kurs. Und das stinkt mir. Ich denke, das gibt's doch gar nicht. Und dann ist mir die Idee von Markus Jotzo hier gerade recht gekommen. So, ihm ging's nämlich auch so. Ihm ging's so beim Thema Sport. Er hatte immer die Idee, 3-mal in der Woche Sport zu machen und hat's genauso wenig hingekriegt, wie ich jetzt so ganz, ganz konsequent meinen Kurs durchzumachen. Und da hat er seine Frau gebeten, pass auf, jedes Mal, wenn ich nicht 3-mal in der Woche Sport mache, dann kriegst du 100 Euro von mir. Und in seinem Buch schreibt er, da wusste ich schon, das passt mir gar nicht, weil sie wird möglicherweise für irgendwas ausgeben, für das ich denke, das ist ziemlich sinnlos, zum Beispiel neue Schuhe. Aber die Vereinbarung war getroffen und er hat also losgelegt mit seinem Vorhaben, 3-mal die Woche Sport. Und in der 2. Woche musste er schon zahlen. Da gingen schon die ersten 100 Euro an seine Frau. Und die war ziemlich schlau und hat ihm ein Marmeladenglas in seinen Spiegelschrank gestellt, in seinen Badschrank, mit diesen 100 Euro und hat draufgeschrieben Sportgeld. Ja, und 2 Tage später war das Geld weg. Also er wusste, es ist ausgegeben. Das hat ihm doch recht gestunken. Woche 3 und 4 hat er wieder Sport gemacht, für Woche 5 musste er wieder zahlen. Und ab Woche 6, schreibt er, musste er nie wieder zahlen. Und ich fand die Idee so gut. Warum funktioniert die? Weil wir 2 Motivationen in uns haben. Die eine Motivation ist so diese Hinzu-Motivation, also Freude erleben, Spaß haben. Das funktioniert sehr gut, wenn ich eine Vision von etwas habe und die so stark ist, dass sie mich trägt und dahin zieht. Funktioniert leider nicht immer, zumindest nicht bei Teilprojekten. Dann gibt es die andere Motivation, das ist so eine Weg-von-Motivation, das ist Schmerz vermeiden. Und darauf basiert genau diese Idee, also Schmerz vermeiden. Und ich dachte immer, ja,
Weil diesen Projekt, diesen Online-Kurs für mich jetzt fertig zu bringen, funktioniert möglicherweise diese Idee auch. Und jetzt mache ich sie seit 2 Wochen und ich muss sagen, sie funktioniert bei mir wirklich richtig gut. Also was habe ich getan? Also ich habe mir also mich hingesetzt und sofort aufgeschrieben, wie ich Markus seine Idee gesehen habe. Was will ich machen? Dreimal in der Woche, also auch für mich, dreimal in der Woche um 7:30 Uhr aufstehen und sofort 1 bis 2 Stunden an diesem Kurs arbeiten. So, Schmerz. Was ist mein Schmerz? Habe ich lange drüber nachgedacht. Ich dachte, ach, ans Tierheim spenden, aber ich liebe Tiere so, das ist also nicht wirklich ein Schmerz. Ich denke dann möglicherweise so in mir drin, naja, komm für die Tiere. Und dann dachte ich, naja, Umweltschutzorganisation. Aber das ist dasselbe. Ich unterstütze eh Umweltschutzorganisation. Das ist also auch nicht der Effekt. Also das tut mir nicht weh. Also habe ich nochmal wirklich drüber nachgedacht, was tät mir denn weh? Also wenn ich zum Beispiel nicht wüsste, wo meine Spende hingeht. Nachher geht sie da irgendwo hin, wo ich gar nicht möchte, dass ich sie hingehe. Also habe ich beschlossen, ich gebe die 50 Euro meinem Mann. Also ich habe überlegt, 50 Euro, wenn ich nicht dreimal in der Woche also mich hinsetze in der Früh und mich um meinen Kurs kümmere, wenn ich nicht schaffe, kriegt es mein Mann. Also bis jetzt ist es noch gut gegangen, weil mir das einfach allein der Gedanke stinkt mir schon, dass ich dann nicht weiß, wo das hingeht. Und das ist jetzt für mich wirklich sehr, sehr hilfreich. Also ich habe schon 2 Wochen durchgehalten und ich hoffe, dass ich das jetzt auch die nächsten Wochen tun werde, weil ich habe mir vorgenommen, bis der Kurs im Kasten ist, komplett, höre ich nicht mehr damit auf. Mich motiviert das ziemlich und wenn dich diese Idee dir auch gefällt, dann empfehle ich dir, dich jetzt hinzusetzen, dein Vorhaben konkret aufzuschreiben, also wann willst du es tun? Wie oft willst du es tun? Und was willst du vor allen Dingen tun, wenn du es nicht einhältst? Was ist ein echter Schmerz? Also wie gesagt, ich musste ein bisschen nachdenken. Gibt natürlich ganz, ganz viele Ideen. Also eine andere Kollegin, der ich das erzählt hat, sagt, ich glaube, ich mache das auch, diese Challenge. Ich müsste mich sehr viel mehr um mich kümmern und ich tue das so wenig. Ich habe gesagt, okay, was willst du machen? Er sagt, jeden Morgen Yoga, 2 Sonnengrüße. Wär schon ein super Anfang. Dreimal, das sagt sie jeden Tag. Ich gesagt, oh, jeden Tag würde ich dir jetzt nicht empfehlen. Da hat man dann so wenig Freiraum und dann hat man wirklich dauernd schlechtes Gewissen. Hat sie gesagt, okay, 5-mal. Wie gesagt, und was ist dein Schmerz, wenn du es nicht tust? Dann muss ich am Abend 4 Sonnengrüße machen, sagte sie zu mir. Dann sage ich ja, und ist das jetzt ein echter Schmerz? Weil willst du ja eh deiner Gesundheit was Gutes tun. Dann sagt sie, doch, das ist ein echter Schmerz, weil ich manchmal vom Schreibtisch gar nicht wegkomme. Wenn ich denke, ah, jetzt habe ich es nicht eingehalten, jetzt sind die 4 Sonnengrüße am Abend dran. Ich habe gesagt, okay, ich weiß jetzt ehrlich gesagt noch nicht, wie es ihr geht. Vielleicht flechte ich das dann bei einem anderen Mal wieder ein. Aber mir geht es richtig gut damit. Für mich ist das ein totaler, ja, ein Game Changer ist jetzt zu viel, aber ein totaler Motivator. Keine Ausreden zu finden und nicht das zu nehmen, was lauter schreit. Ne? So mein Online-Kurs schreit ja nicht, den mache ich halt, wenn ich ihn mache. Und so geht's uns ja oft mit Projekten. E-Mails sind lauter und was weiß ich, irgendwelche Dinge, die halt jetzt dringend werden, sind immer lauter als strategische Dinge. Und deswegen finde ich es ziemlich pfiffig. Ich hoffe, dir gefällt die Idee. Und vielleicht hast du ja auch so ein Projekt. Wo du denkst, das war eine gute Idee, mich damit möglicherweise zu überlisten. Also ich überliste mich ja mehr oder weniger damit und mir gefällt sie gut. Und dir wünsche ich jetzt vielleicht auch im August eine Geschichte, wo du dein Vorhaben, das schon lange schlummert, anpackst und diesen Monat nutzt, um es richtig krachen zu lassen und es anzupacken. Einen wunderbaren August, schöne Sommerferien, schöne Sommertage und wir sehen und hören uns wieder im September. Da habe ich eine ganz tolle junge Frau dran und bei mir. Und da geht es um das Thema eine WG mit 50 Rindviechern. Also du darfst gespannt sein. Servus, die Silvia. Das war die Podcast-Serie Bau dir deine Zukunft. Von und mit Silvia Zielkowski, die Zukunftsentwicklerin.
Unter sylvia-ziolkowski.de finden Sie weitere Informationen rund um Visions- und Zukunftsentwicklung inklusive kostenloser Checklisten und Impulsen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, empfehlen Sie sie weiter und bewerten Sie diesen Podcast gerne auf iTunes. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, bau dir deine Zukunft.